Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Schalke. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer Dimitrios Kramotzis und Friedhelm Funkel. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Bitte schön. Ja, Glück auf und hallo. Erstmal Gratulation an Friedhelm und an den FC für den Sieg heute. Und wir wussten, dass wir heute auf einen Gegner treffen, der natürlich heute den Druck hatte, das Spiel unbedingt gewinnen zu müssen, damit sie sich noch Chancen herausrechnen, um Relegation oder Klassenerhalt zu schaffen. Von daher war es auch genau dieses Spiel von Anfang an. Der FC hat uns früh gepresst, womit wir natürlich auch gerechnet haben. Und man hat einfach gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit auch ganz guten Zugriff hatten, aus einer Kompaktheit heraus auch nicht so viele Torchancen haben zugelassen. Und selber auch durch Matthew Hoppe fand ich eine gute Möglichkeit, um dann in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, als dann auch vor allem bei Gonzalo vorne, Paciencia und bei Matthew Hoppe, die Kraft so ein bisschen geschwunden ist, dass wir weniger Zugriff auch dann hatten, wenn wir mal den Ball gewonnen haben, dass wir dann die Bälle nicht mehr vorne halten konnten. Und dann der FC natürlich auch mit einer sehr großen Wucht auf uns gekommen ist. Und ja, das hat uns dann letztendlich irgendwann mal durch einige Chancen, die der FC hatte, wo der Ralle wirklich sehr gut gehalten hat. Aber irgendwann ist dann das Tor gekommen. Natürlich sehr, sehr schade für uns, aber ich glaube, dass aufgrund der zweiten Halbzeit der Sieg dann auch gerecht ist. Und wir können jetzt einen Cut ziehen von dieser nicht ganz schönen Saison und werden uns versuchen, jetzt schnell zu regenerieren, weil es in 3 Wochen wieder losgeht. Und werden versuchen, eine gute Truppe wieder aufs Parkett zu zaubern. Und ich wünsche dem FC und Friedhelm alles Gute für die Relegation. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Dimitrios Kramotzis. Von unserer Seite auch ebenfalls viel Erfolg für die neue Saison. Friedhelm, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, ich möchte mich erstmal bei Demi bedanken für die Glückwünsche zum Sieg und dann natürlich auch für die Glückwünsche für dass er uns alles Gute wünscht für die beiden Relegationsspiele. Schalke war heute ein schwerer Gegner und da muss man Demi auch ein Kompliment machen, dass er die Mannschaft nochmal so motivieren konnte, uns wirklich alles abzuverlangen. Und Schalke hat über weite Strecken wirklich gut mitgespielt. Sie haben eine gute Raumaufteilung gehabt. Und da war es auch für uns nicht so einfach, wie der eine oder andere vielleicht vorher gedacht hat. Wir mussten viel arbeiten, um uns Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Gerade in der ersten Halbzeit hat Schalke das noch sehr, sehr gut gemacht. Wir haben so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Demi hat es schon gesagt, wir haben versucht, früh zu pressen und am Anfang hat Schalke das aber sehr gut unter Kontrolle gehabt und die ein oder andere Möglichkeit auch im Spiel nach vorne gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit ist dann tatsächlich der Druck noch ein bisschen größer geworden und wir haben uns einige Möglichkeiten erarbeitet, wo Ralf Fährmann wirklich fantastisch gehalten hat. Und im Spiel nach vorne hat Schalke dann weniger Möglichkeiten gehabt. Das haben wir wirklich gut gemacht. Und wir haben nie aufgesteckt, auch nicht nach den vergebenen Tormöglichkeiten oder nach dem nicht gegebenen Tor. Die Mannschaft hat den Glauben nicht verloren. Das Tor ist sehr spät gefallen und es war aber unterm Strich, war es verdient, dass wir mit einem Tor dieses Spiel gewonnen haben. Das hat die Mannschaft sich einfach erarbeitet, das hat die Mannschaft sich verdient. Und wir haben jetzt in den 6 Spielen unter meiner Regie 10 Punkte geholt. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbeute und berechtigt uns, wie gesagt, in der Relegation zu spielen, noch die Möglichkeit zu haben, in der Bundesliga zu bleiben. Und das wollen wir natürlich mit aller Macht auch versuchen umzusetzen. Demi und Schalke wünsche ich für die nächste Saison wirklich alles, alles Gute. Das ist ein Verein, der auch in die Bundesliga gehört. Sie sind jetzt das erste Mal abgestiegen. Da hat Demi am wenigsten zu verantworten. Er ist relativ spät gekommen, hat die Mannschaft in einigen Spielen jetzt auch wieder sehr gut hingekriegt, gerade in den letzten 4 Spielen, das muss man einfach so sagen. Und dass sie eine gute Balance finden werden innerhalb der Mannschaft. Da sind jetzt wirklich gute Leute wieder am Werk, mit Schröder im Sportvorstand, mit Peter Knebel, mit Dimi als Trainer.
der, glaube ich, eine gute Zukunft vor sich haben wird. Und man muss in Schalke jetzt auch einfach mal Geduld haben mit einem Trainer. Das ist das, was ich aus Erfahrung sagen kann. Ich kenne Demi noch als Spieler in Uerdingen. Ich weiß, dass er geradlinig ist, dass er gute Ideen hat. Und deswegen wünsche ich ihm wirklich alles, alles Gute für seine Aufgabe nächstes Jahr in der zweiten Liga. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Friedhelm. Gibt es Fragen von der Tribüne? Marc Merten für den Geistblock legt los. Herr Funke, hallo. Hallo. Eine Frage schon einmal perspektivisch mit Blick auf die Relegation. Sie haben auf der einen Seite zwei Spieler, die zurückkommen mit Elieskiri und Ismael Jakobs. Auf der anderen Seite ist es eine englische Woche mit einer Herausforderung für Sebastian Andersson. Wie sehen Sie gerade ihn? Ist er in der Lage, eine englische Woche zu spielen? Ja, das kann ich jetzt unmittelbar nach dem Spiel noch nicht zu 100% beantworten. Wir müssen mal sehen, wie Sebastian das jetzt am freien Tag morgen, ich habe der Mannschaft morgen freigegeben, wir waren 12 Tage zusammen, sind froh, wenn wir uns jetzt mal 24 Stunden nicht sehen. Und dann werden wir gucken, wie er möglicherweise zur Verfügung steht. Die Erfahrung aus den letzten Wochen zeigen ja, dass er eigentlich immer 4-5 Tage gebraucht hat, um uns wieder zur Verfügung zu stehen. So viel Zeit haben wir aber nicht bis Mittwoch. Also ob er am Mittwoch spielen kann, wage ich jetzt nicht zu 100% zu beantworten. Aber wenn man die Vergangenheit sieht, wird es sehr schwer, das umzusetzen. Dann müssen wir eine andere Lösung finden und die werden wir finden. Und da habe ich überhaupt keine Bedenken. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Ja, guten Tag, Herr Funkel. Glückwunsch zum Sieg. Man hat heute wieder deutlich gesehen, wie wichtig Jonas Hector für die Mannschaft ist, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit auch, wie er das Tor vorbereitet. Vielleicht ein Wort von Ihnen zu Ihrem Kapitän? Ja, wir alle wissen, dass Jonas wahnsinnig wichtig für uns ist. Das haben wir auch letzte Woche gesehen, als er in Berlin gefehlt hat. Ich bin froh, dass er wieder zur Verfügung steht. Er hat wirklich alles, was in ihm steckt, rausgehauen. Er gibt der Mannschaft zusätzlichen Halt. Er pusht die Mannschaft vor dem Anpfiff in der Kabine, bevor sie zum Warmlaufen gegangen sind. Das ist schon ganz, ganz wichtig, weil er von ganzem Herzen FCer ist, Kölner ist im Grunde. Und deswegen hoffe ich, dass er sich in den nächsten Tagen gut erholt, gut regeneriert. Aber er hat auch die englische Woche damals gut weggesteckt, als ich angefangen habe, die ersten 3 Spiele gegen Leverkusen, Leipzig und Augsburg. Also von daher bin ich da optimistisch, dass er uns auch am Mittwoch wieder sehr, sehr helfen wird. Dankeschön, Jürgen Kemper für den Express. Hallo Herr Funkel, auch Glückwunsch von mir. Können Sie vielleicht noch mal ein paar Worte zu Sebastian Bonau sagen? Er hat ja auch ein schweres Jahr hinter sich, hat ja auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und hat sich jetzt, glaube ich, den genau richtigen Zeitpunkt für sein erstes Saisontor aufgehoben. Was sagen Sie zu ihm? Ja, Gott sei Dank. Er ist ja ein sehr zuverlässiger Spieler, der in der Vergangenheit schon mal öfter Tore für den FC gemacht hat, in der vergangenen Saison. Da ist er gerade mit seiner Kopfballstärke ein ganz wichtiger Spieler bei Standardsituationen. Und ich habe ihn dann hinterher auch noch nach vorne beordert, weil ich ja genau seine Stärke kenne. Und dass das dann belohnt worden ist bei Sebastian, freut mich natürlich. Und er selber war natürlich am glücklichsten. Dankeschön. Patrick Berger für Sport1. Hallihallo, Friedhelm. In welcher Lage oder in welcher Verfassung speziell sehen Sie denn Ihre Mannschaft jetzt für den Endspurt nochmal für die letzten beiden Spiele und wie bereiten Sie sich speziell auf diese beiden Spiele vor? Man muss ja morgen noch gucken, wer der Gegner ist. Ja, ich glaube, das konnte man heute sehen, dass die Mannschaft in guter Verfassung ist, dass sie die Nerven im Griff gehabt hat. Sie hat nie aufgesteckt, sie hat immer an sich geglaubt. Und wenn du dann am Ende auch noch belohnt wirst, gibt das natürlich einen weiteren Schub für die Mannschaft. Und wir werden uns jetzt ganz normal auf das Spiel am Mittwoch vorbereiten. Wir werden morgen frei machen, weil wir 12 Tage zusammen waren. Das hat die Mannschaft sich einfach verdient. Wir werden am Montagnachmittag wieder mit dem Training beginnen, was auch viel im regenerativen Bereich liegen wird. Auch das ist, glaube ich, ganz klar.
Viel trainieren werden wir nicht mehr. Wir werden ein paar taktische Dinge machen. Wir werden schauen, wer morgen unser Gegner sein wird, dass wir uns auch darauf einstellen können. Und dann gehen wir voller Hoffnung und mit viel Selbstbewusstsein ins erste Spiel am Mittwoch. Dankeschön, Guido Ostrowski für Radio Köln. Guido, wir können dich nicht hören. Da wird das Mikro getauscht. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, danke. Hallo, Herr Funkel. Sie haben nach dem Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe, noch mal ausführlich mit dem Schiedsrichter Daniel Siebert gesprochen. Ging es da um das aberkannte Tor? Wie haben Sie die Szene wahrgenommen, was aus Ihrer Sicht dann die richtige Entscheidung oder die falsche, das Tor zurückzunehmen? Ja, ich habe mich dann noch mal mit dem Schiri unterhalten und er hat mir das dann so dargelegt, dass der Spieler Salih Özcan, der geblockt hat, im Abseits gestanden hat. Und dadurch war er nicht passiv, sondern aktiv. Und aus diesem Grund hat er dieses Tor dann nicht gegeben. Dankeschön. Holger Schmidt für die dpa. Ja, Herr Funkel, wie werden Sie morgen an diesem freien Tag die zweite Liga verfolgen? Gibt es, na, Wunschgegner ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gibt es einen Gegner, wo Sie sagen, gegen den könnte es vielleicht etwas leichter oder schwerer als gegen den anderen werden? Und Sie haben ja auch schon mal eine Relegation gespielt. Damals waren Sie der Trainer des Zweitligisten. Das stimmt. Also man kann jetzt nicht sagen, der ist leichter, der ist schwerer. Das sind drei Mannschaften, die es sich verdient haben, nach 33 Spieltagen oben in der Tabellenspitze, um den Aufstieg mitzuspielen oder direkt aufzusteigen. Alle drei können es schaffen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, möchte ich nicht gegen Bochum spielen, weil ich dort eine sehr, sehr schöne Vergangenheit gehabt habe. Sie haben es angesprochen, ich habe die Relegation damals gespielt mit Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben sehr knapp verloren. Wir haben 1-0 und 1-1 gespielt, 1-0 verloren. Und ich kenne da noch sehr viele, die im Trainerstab sind, die im physikalischen Bereich arbeiten. Und das möchte ich nach Möglichkeit nicht. Und wer es von den anderen beiden wird, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht beeinflussen. Alle drei haben es verdient, aufzusteigen. Einer muss in die Relegation gegen uns. Und wir nehmen es dann, wie es dann auch letztendlich kommt. Dankeschön. Patrick, Guido, sind eure Fragen noch aktuell? Dann gerne zum Abschluss Patrick Berger noch einmal für Sport 1. Ich frage tatsächlich noch mal den Gästetrainer, Herr Gramotzes, Marc Uth, der hat heute gefehlt und der Verein hat bekannt gegeben, dass ihr genaue Gespräche mit ihm geführt habt und dann zum Schutze des Vereins war, glaube ich, das Zitat, das so entschieden habt. Können Sie uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen, wie die Gespräche verlaufen sind und was letztlich einen Ausschlag gegeben hat, dass er nicht mitgespielt hat? Ja, wir haben ja nach der letzten PK, die ich am Donnerstag hatte, nochmal mit Marc gesprochen, weil er auf mich zugekommen ist und auch das Gespräch mit mir gesucht hat. Ich hatte dann in dem Gespräch gemerkt, dass er sich einfach nicht gut fühlt und das Spiel auch nicht zu 100% auf sich nehmen kann. Und dann habe ich entschieden, ihn nicht mit in den Kader zu nehmen. Und ich denke, dass es heute auch sehr, sehr wichtig war. Das hat man gesehen, weil es ein sehr intensives Spiel war. Und da haben wir wirklich nur Jungs gebraucht, die auch 100%ig bereit waren, dieses Spiel auch zu gehen.